Hallihallo, ihr hübschen Menschen. Willkommen zurück zu einer neuen Runde Vollgeist. Es gibt heute keine neuen Infos in Vollgeist. Wir spielen einfach nur. Aber es gibt vielleicht eine kleine Info von mir. Der Kreisel. Und zwar, ja, würde ich tatsächlich gerne vor Season Symphony hier 1. Ich habe schon wieder vergessen. Muss ich mir mein eigenes Infovideo angucken. Nein, aber vor der nächsten Season. Also, das war ja, glaube ich, geplant für den 3. Mai oder so ungefähr. Einfach noch die Community Games mal zu machen. Und das Ding ist, dass ich es nicht schaffe, auf den gelben Block zu springen. Und wer das nicht schafft, der darf auch keine Community Games machen. Fertig, aus. Nein. Dass ich das Ganze, ja, wie gesagt, vor dem 3. Mai gerne machen würde. Aber nicht mehr vor Ostern, weil wir haben nur noch irgendwie 3 Tage. Bis Osterfreitag. Ich hoffe, das ist ein Tag. Ich lache übrigens nicht, weil ich weggekickt worden bin, sondern ja, ich kenne mich da halt nicht so wirklich aus mit den komischen Feiertagen. Auf jeden Fall ist das halt schon fast und so schnell klappt das nicht mehr. Das heißt, zwangsläufig... LOL! Okay, das war ziemlich gut. Das war übertrieben ziemlich gut. Das kann mir keiner wegnehmen, dass ich einfach der beste Spieler der Welt bin. Fertig, aus. Haha, Vollidiot. Nein, aber ja, das muss dann halt zwischen Ostern und dem Season-Start sein. Und da würde ich dann da auch nachgucken. Bubble Trouble! Aber ich habe da jetzt noch keinen genauen Termin oder so vor Augen. Also ich würde das wirklich gucken und spontan dann erwähnen und... Was mache ich denn? Okay, anscheinend einfach gut sein. Ich muss hier ein bisschen hoch. Und den haben wir noch. Ja, wir gehen schon mal weiter einfach. Einfach irgendwo hin. Da. Scheiße. Ja, ich werde das gucken. Ich gebe euch dann noch genauer Bescheid innerhalb der... also ich bin über Ostern selber auch nicht da bis Minimum Montag. Also ich weiß dann nicht, wann ich dann aufnehme. Es wird sicherlich noch Vollgeist kommen und so, das ist ganz klar. Bevor Ostern ist und so. Ich muss halt auch voraufnehmen und so, ist dann klar. Was zum Fick passiert hier mit mir? Oh mein Gott. Komm schon, Klaus. Ach, ich kann... Ja, Alter! Okay, ich wurde genug geschoben. Danke. Geil. Ja, ich gehe mal wieder hier hin. Zack. Hier ist eigentlich der Goldene immer irgendwo hier, ne? Aber, ah, shit, hier gibt es keine mehr. Ist wahrscheinlich jetzt links. Ja. Ich stelle mich gerade nicht so gut an. Egal, wir holen hier noch ein paar Punktis. Oh, da ist der Goldene. Wir würden mit dem gewinnen, aber wir können auch einfach gerade hier die unten sammeln. Wir brauchen nämlich nur noch einen. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Ach, komm, Morni. Lasst mir auch einen, Leute. Ich brauche nur noch einen, Leute. Seid doch mal nicht so. Ach, ja. Da sollte ich wohl einen einzigen kriegen, oder? WTF ist da hier gejedet gekommen. Was zum Teufel passiert hier? Bitte ein. Danke. Flugzeit! Aber ja, das heißt dann im Klartext, ich kann euch eigentlich keine genauen Infos geben vor dem 20. Und es wird wohl dann irgendwie, ja, so zwischen dem 20. und dem 30. Ich würde mal vermuten, so zwischen 25. und dem 30. um genau zu sein, würde ich vermuten, dass es da ungefähr, ja, genauere Infos dazu gibt. Versteckt er sich gerade irgendwo hinter? Oh, 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 das war gar nicht so bad. Hm, das kann ich mir merken. Wir müssen nur schnell machen. Und dass man da dann, dass ich da werde ich dann irgendwann Mittag streamen. Ich streame ja momentan sowieso jeden Mittag. Oh mein Gott. Das ist so unlucky gerade. Aber easy. Jetzt müsste ich hier eigentlich gewinnen. Also mich qualifizieren, so. Und ich werde euch dann in einem Vollgeist-Video natürlich noch Bescheid geben. Ich werde das auch dementsprechend markieren. Keine Sorge. Sprungkloppe! Aber ja, es kann natürlich sein, dass es bei manchen von euch nicht ganz passt oder so. Ich werde, wie gesagt, versuchen, das so mittags irgendwie so zwischen dem 20. und dem 30. habe ich ja jetzt schon gesagt. Ich vermute natürlich ein bisschen später, weil ich mich damit ja auch noch auseinandersetzen muss, wie das alles funktioniert. Nicht, dass es höchst kompliziert ist, aber man sollte da ja zumindest einmal reingeschaut haben. Und ja, falls das ein Riesenbanger sein sollte und die Leute davon echt begeistert sind und das nicht nur so 20 Leute sind, die da mitspielen, dann kann man natürlich auch gucken, ob man das vielleicht noch ein zweites Mal oder so macht. Dann wahrscheinlich erst wieder in der nächsten Season. Weil, warum sind da gerade zwei Leute einfach runtergesprungen? Hä? Weil ja, wenn da irgendwer nicht
kann oder so, dann ist das natürlich auch schade für die Person, wenn das dann nur einmal stattgefunden hat. Das muss ich aber vom, in Anführungsstrichen, Erfolg, Schrägstrich Interesse abhängig machen. Spitze! Ohne Dinger, die uns in den Feld da oben schießen, sei okay. Oh, ich weiß nicht, ob man da hochkommt. Aber ist auch egal. Die geht jetzt nach oben. Da fliegt einfach ein gelber Ball. Wir werden ein bisschen geboostet. Der geht nach da. Okay. Oh, oh, der trifft mich. Scheiße, ich dachte, dass der andere mich trifft. Oh, da ist einer schon relativ weit. Shit. Oh mein Gott, das war übelst lucky, aber das war übelst baddy. Okay, das war übelst unlucky. Wobei die Bälle, glaube ich, alle so ein bisschen in Richtung fliegen, weil ich habe überhaupt nicht darauf geachtet. Das da ist jetzt... Okay, es ist nicht schlimm, dass das passiert ist, weil ich nicht mehr da hingekommen wäre, aber what the fuck war das gerade? Der erste, da wollte ich gedingst. Diese kleinen Höhenunterschiede bei Fall Guys, die sind so weird. Die nehmen, machen so viel kaputt manchmal. Pinguin Pool Party! Ich kann diese Map einfach nicht leiden. Ich werde die niemals leiden können. Ich stelle mich da auch einfach dumm an. Das ist mein Hauptproblem. Jetzt chase ich mit dem Typen hier den Pinguin oder jetzt mit dem da. Und ja, das ist nicht... Nein, bitte mach doch Strom. Mach doch Strom. Wind, meine ich. Ja, Windenergie ist Stromenergie. Für die Erneuerbaren. Woo! Der da oben ist auch alleine, oder? Ja, dann gehe ich mal zu dem. Und tu so, als würde ich rutschen. Und gehe nämlich hier dann weg. Und dann rutsche ich wirklich. Woo! Man rutscht hier gar nicht. Okay, ich liebe das Spiel. Ich bin Erster. Weil ich der Beste bin. VIP-Kanonade! Wieder so ein chilliges Spiel als potenzielles Halbfinale. Oh mein Gott, das wäre so geil gewesen, wenn ich jetzt rausgeflogen wäre. Das wäre wirklich lustig gewesen. Okay, der schießt aber schon ein bisschen hier hin. Das muss man schon mal feststellen. Also, ich fühle mich hier YouTuber-Fokus vom Game. Eigentlich wäre das wirklich richtig geil, wenn man irgendwie so ins Game eine Sprachentdeckung oder so reinbaut und dann irgendwie ein bisschen mehr die Leute targetet, die die ganze Zeit reden. So einfach nur, um die ganzen Content-Creator abzufangen. Das wäre schon ziemlich funny. Und dann kommt das irgendwann raus und dann ist dein Spiel dead. Und keiner, der dein Spiel spielt und das aufnehmen will, hat Spaß dran. Also die perfekte Werbung auch für dein Game. Damit kann man nichts falsch machen. Es ist einfach eine grandiose Idee. Nee, aber... Allein für die Nashorn-Runde oder so wäre das worth it. Man muss es ja nicht in jede Runde reinhauen. Aber für manche Runden wäre es schon funny. Ich würde den Samurai schon gerne runterwerfen, aber ich glaube, der baitet. Ich habe wirklich das Gefühl, der möchte gegrabt werden und will dann irgendwelche, keine Ahnung, Jutsus einsetzen und sich mit mir tauschen. Und dann, ja, falle ich runter. Dann habe ich mich selber runtergeschubst. Mann, ist das spannend. Wir stehen hier einfach... das Pferd wurde getroffen. Oh, einer ist raus. Und... Alter, zwei sind raus. Nice. Ich bin ein Roboter. Ich kenne die Lösung des Tempels. Das ist in meinem Programm. Ich springe einfach immer gegen die Erde. Da ist ein goldener Löwe. Der hat bestimmt ganz viele Skins, Games Kronen gewonnen oder so, ne? Ich bin falsch, ne? Nein, bin ich nicht. Okay, dann rennen wir weiter geradeaus. Scheiße. Ist die andere Tür auch offen? Sieht so aus, ne? Als wären zwei Türen offen. Ja, die andere ist auch aufgegangen, okay. Das ist jetzt natürlich tricky, weil wir jetzt hier zwei Teams sind. Oh, shit. Wir haben alle zum gleichen Dings. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Ich habe schon erlebt, dass der Gang falsch war und so ein Kram. Ah, gewinnt der goldene Löwe. Wolf, sieht so aus, ja. Er kann noch verkacken. Ah, shit. He didn't. Er kann noch verkacken, Leute. Der Typ, der schon 700 Kronen gewonnen hat, der kann den Finish verkacken. Hat er? Der ist golden, ne? Ja, der, das bedeutet, so goldene Skins bedeuten immer, dass sie viele Kronen hatten, oder? Der hat auch ein Nummer 1 Zeichen da, der muss schon oft gewonnen haben. Naja, schade drum. Es wäre lustig gewesen, hätte der wirklich verkackt. Aber ja, ist halt genauso gefühlt der einzige Spieler, der zu 100% nicht verkacken wird. Es ist halt nicht so einer, der auf einmal den Klaus pullt und dann, ja, neben die Krone springt oder von Trampolin auf Trampolin verfehlt. Naja. Also nochmal ganz schnell zusammengefasst für euch. Nach dem 20. irgendwann. Ich bin frühestens dienstags nach dem Dings wieder da, nach Ostern, diesem komischen Fest, diesem Eierfest. Keine Ahnung, was das mit Christen zu tun hat. Nein. Komisch, dass Jesus damals diese Eier gesucht hat. Was er damit auch immer wollte.
Und irgendwann nach dem 20. und zwischen dem 3. Mai werde ich ein Video hochladen, wo ihr noch genauere Infos kriegt. Dann werden wir an einem Mittag wahrscheinlich Fall Guys spielen zusammen im Stream. Und je nachdem, wie erfolgreich das war, wie viele interessante Leute... Nein, eigentlich wollte ich Interessenten. Das hat, machen wir das vielleicht auch nochmal ein zweites Mal, damit Leute, die nicht dabei sein konnten aufgrund des schlechten Termins für sie oder so, auch mal mitspielen können. Aber das muss ich halt gucken. Wenn wir nur so 20, 30 Leute sind oder so, dann lohnt sich das natürlich nicht nochmal zu machen. Aber wenn wir ja eine gute Lobby damit vollkriegen, dann wäre das sicherlich cool. Dann natürlich erst in der nächsten Season irgendwann oder in der zweiten Season von Season Symphonies da. Mal schauen, wie dem auch sei. Wir wollen jetzt nicht zu weit planen. Erstmal das eine hinkriegen und dann schauen wir weiter. Vielen lieben Dank fürs Zugucken. Falls ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr Kanalmitglied werdet. Und ansonsten auch einen Like oder einen Kommentar da lasst. Vielen lieben Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss!